Herzlich willkommen, liebe Stiere, zu eurem Monatsreading hier bei Löwenherz für den Februar 2024. Wie immer hier lege ich eure Energien für den Monat. Meistens ist das Thema Liebe, ihr müsst schauen, legt euch das so hin, welcher Lebensbereich bei euch gerade jetzt zutrifft. Das sind Energien, die können auf jeden Bereich zutreffen. So, in eigener Sache ganz kurz, ich habe euch ja ein neues Projekt angekündigt mit einer YouTuberin, mit der ich mich zusammengeschlossen habe, mit Sinja von Back to Love bei Sinja. Da haben wir ein neues Projekt. Sinja macht Manifestationsprofi ist sie und wir haben gedacht, Astrologie und Manifestation passt prima zusammen. Und da haben wir jetzt eine Videoreihe gestartet und zwar am 4.2. am Sonntag wird der erste Teil erscheinen auf ihrem Kanal. Das geht dann immer abwechselnd. Also bei Back to Love bei Sinja am 4.2. am Sonntag geht's los. Nächsten Sonntag dann auf meinem Kanal Löwenherz. Und das wird immer im Wechsel sein, immer sonntags. Und das wird eine vierteilige Reihe werden. Dann kommen andere Themen. Es geht immer um Astrologie und Manifestation. Die erste Videoreihe geht um Manifestation mit dem Aszendenten. Wie komme ich durch meinen Aszendenten die Manifestationskraft? Genau, was wollte ich noch sagen? Genau, einmal im Monat, Ende des Monats, haben wir dann auch noch vor, einen Podcast zu machen, um dieses Thema nochmal zu vertiefen. Schreibt mich gerne an, wie ihr das findet und schaut da gerne rein. Ist wirklich ein ganz tolles Projekt, das auch unheimlich Spaß bringt. So, jetzt haben wir genug davon geredet, jetzt geht's an euer Orakel hier, an euer Reading. Und zwar die Gedanken für die Stiere jetzt im Februar 2024. Womit beschäftigt ihr euch mental? Ich beginne hier mit den Lenormand, mit meinem Deck. Wer da noch Interesse dran hat, meldet sich bei mir oder geht auf meine Website. Die Lumen. Eine Karte, eine weitere Karte bitte. Ihr seht mich nicht mehr, aber ihr hört mich, weil ich meinen Tisch hier etwas anders gestellt habe. So. Die Blumen der Reiter. Mein Gott, das geht gut los. Die Blumen der Reiter. Was habt ihr vor? Ihr seid in Dating-Laune. Stier. Eine Karte noch auf die Gedanken der Stiere. Na. Mag da keine mehr fallen? Doch, jetzt kommt eine. Jetzt. Noch eine bitte. Die Wege. Womit setzt ihr euch auseinander oder womit müsst ihr euch auseinandersetzen oder dürft, wie immer ihr das sehen mag? Hier haben wir den Stern. Als Hauptthema die Lilien. Noch eine Karte. Oh, wow! Hammer, hier, ja, bei euch schlägt der Blitz ein, ja. Die Lilien sind ja auch mehrschichtig zu deuten. Hier ist es ganz klar, die Anziehung zu einem Menschen, die praktische Wunscherfüllung einer Person mit dem Herz, die Lilie und der Stern, ne? Nein, dass euch hier etwas klar wird über einen Menschen, aber dieser Mensch ist der absolute Erfüllung. In euren Augen hier, ja, darum geht es hier um die Anziehung. Und in euren Gedanken, wie komme ich diesem Mann, dieser Frau näher? Hier geht es um Dates, hier geht es um Nachrichten, Treffen, ja, schon mehr als Treffen. Ne? Also diese Sache, die du von diesem Menschen möchtest, ist klar. Nur wie tue ich es, ja? Wie tue ich es? Ich lege hier Tarotkarten drauf. Wie sage ich es meinem Kind? Dass ich sie toll finde. Nein, Spaß. Also, das ist so dein Anliegen. Ich glaube, du bist ziemlich von dem Socken. Dich hat es echt hier erwischt im Februar, oder? Wird es hier dich erwischen im Februar? Da hätte ich jetzt gerne eine Karte aus dem Tarot. Da haben wir die Löwe-Karte.
Mut zum Neubeginn, der nahe reist mit leichtem Gepäck, Neustart, Energie, ne? Alles hinter sich lassen, ganz neu anfangen, mutig sein, wie hier der Löwe aus dem Herz heraus entscheiden, die Kraft aus dem Herzen für den Neubeginn, das ist euer Thema hier. Ich will aber auch noch auf die gedankliche Ebene eine Karte. Das ist zu viel. Ich will nur eine erstmal hier bitte aus dem Tarot für die Gedanken der Stiere. Tja, was soll's hier sein? König der Stäbe, ich nenne ihn immer den James Bond, der geht Risiko ein, ja. Der geht Risiko ein, der hat Lust. Vor allen Dingen hat er Lust. Der handelt aus dem Herzen, nicht aus der Logik. Na, also da kann man sich auch nicht drauf verlassen. Der ist völlig spontan, leidenschaftlich, charismatisch. Das ist eure Energie. Na, ihr denkt nicht nach, ihr handelt hier echt. Hier Löwe aus dem Herz. Ich will den Menschen und Risiko. Auch Risiko, komplett neu zu beginnen. Dieser Mensch muss es in sich haben und wir schauen mal, wie es hier weitergeht. Wie geht's weiter? Zwischen Stier und dieser Person. Da haben wir die Sense. Wie? Zeigen sich zu viele. Ich will nur eine noch. Wow, tja, kurzfristig, ne? Plötzlich kurzfristig, das geht hier rasend schnell. Februar. Rasend schnell und sehr erfolgsversprechend hier als letzte Karte mit der Sonne, da lege ich jetzt Tarotkarten drauf. Also die Sense steht für plötzlich und ja, das Klee halt für kurzfristig. Da wird nicht lange, also ich habe hier kein Schwert bis jetzt, ne? Hier ist nur Aktion. Kein Kelch, kein Schwert, keine Münze, es wird nicht drüber nachgedacht. Ich handle aus meinem Herzen, ich finde diesen Mensch toll, fertig. Passt. Ist ja eigentlich gar nicht Stierart, weil die Stiere, ihr seid ja eher gut. Bis ihr braucht Zeit für Dinge, ja. So sind Löwen ja auch fixe Zeichen. Die lassen sich eher Zeit, aber hier scheint es euch echt erwischt zu haben. Aber wir wissen ja noch nicht, wie dieser andere Mensch reagiert. Bis jetzt ist das hier eure Intention, ne? Aber es passiert hier plötzlich was. Und das ist auf jeden Fall. Es passiert hier plötzlich etwas Positives, Unerwartetes. Da haben wir den Mond. Ass der Schwerter. Nochmal neu beginnen. Jetzt haben wir hier auch einen gedanklichen Neubeginn, also einen strukturellen. Also es kommt Struktur hier rein. Hier wird auch was aufgedeckt mit dem Mond. Das steht hier vor Unsicherheiten. Man weiß noch nicht genau wie. Ne? Eigentlich weiß man gar nicht genau. Man weiß nur, man findet den Menschen gut. Hier spricht jemand die Wahrheit oder hier sorgt jemand für Klarheit. Plötzlich. Ja, spricht hier, es ist so dieses Ass. Das Schwert der Wahrheit und die Asse sind immer für einen Neubeginn hier auch wieder nah. Das wird ihr erhoben und es kommt Licht hier ins Dunkel im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben nämlich die Sonne als letzte Karte. Das heißt ja auch, es ist transparent, es ist hell. Ich sehe was hier los ist, was vorher noch nicht ganz so eindeutig war. Kommt hier Licht ins Dunkel. Es wird hier was, ein Geheimnis sozusagen gelüftet, aufgedeckt, was noch nicht spruchreif war oder was man noch nicht sehen konnte. Ich lege hier kleine Tarotkarten noch mal drauf. Was gibt es da noch für zu sagen? Da haben wir die drei der Kelche und eine ist noch gefallen.
Hier ist Licht hier. Ich will nur mein Deck nochmal gleich richtig, sonst ist das beim Mischen gleich doof. So. Drei der Kelche, fünf der Stäbe, also ein Satz ist erforderlich. Es gibt wahrscheinlich hier noch eine andere Person. Wir haben nämlich drei. Drei. Und das ist die klassische Konkurrenzkarte. Wahrscheinlich ist dein Gegenüber irgendwie noch liiert in festen Händen. Da ist jemand. Ja, da ist einfach jemand, ne? Und du weißt gar nicht, läuft da noch was zwischen denen? Weißt du nicht, ist es ein Konkurrent da? Aber hier wird was klargestellt von deinem Menschen hier. Ich sehe da dein Mensch hier drin oder es wird hier zugetragen, wie auch immer, wo du dran bist, ja? Weil drei der Kelche die mit fünf der Stäben ist es halt, es gibt noch je ein Konkurrenz. Man muss hier Einsatz zeigen. Und das da über diese Beziehung, glaube ich, über diese Drittperson erhältst du hier Klarheit. Gibt es hier noch eine? Was ist zwischen den beiden? Ist das schon aus oder läuft da noch was? Wie auch immer, das wird hier klargestellt mit den Ass der Schwerter. So, jetzt nehmen wir noch eine aus meinem wunderbaren Sacred Destiny Deck hier. Das hatte ich bei den Jahreslegungen ja auch, dieses Deck. Schaut hier, das ist so wunderschön. Ich verlinke dir dein Jahresreading auch nochmal hier oben, falls du es noch nicht gesehen hast. Will ich ja jetzt für die Monatsreading auch mitnehmen, hatte ich auch schon für den Januar und die glaube ich, treu das ganze Jahr. Und da möchte ich jetzt auch eine für den Februar für dich hier rausfallen lassen. Was gibt's da noch so zu sagen aus diesem Deck? Na. Ja, die. Ja, jetzt hier draußen. Kaum droht man so ein bisschen, passiert was. Buckelwal, Reise habe ich hier. Die sind so schön, die Karten, finde ich. Ich mal hier rein und dann werde ich hier aus dem Büchlein dir mal kurz die Bedeutung hier vorlesen, was es da noch zu sagen gibt. Da ist sie. Die Botschaft dieser Karte lautet: Mache dich bereit, denn dir steht eine Reise bevor. Es könnte eine innere oder eine Reise sein in der äußeren Welt zu einem entfernten Land. Es könnte sich um ein Projekt, eine Idee oder eine Person. Da könnte es Gestalt annehmen. Wahrscheinlicher jedoch bist du eine Abenteurerin bzw. ein Abenteurer, die oder der unerschrocken ins Ungewisse aufbricht. Wohin soll es gehen? Hier, der Narr. Unerschrocken ins neue Ungewisse. Was wolltest du schon immer tun? Wer schon immer sein? Jetzt ist die Gelegenheit, es umzusetzen. Sei vorbereitet. Entwickle eine genaue Vorstellung von, was du erleben möchtest. Wappne dich auch für das Unerwartete, denn dies gehört mit zur Hochstimmung der Reisenden. Denke daran, dass dir Beschützerinnen und Beschützer zur Seite stehen, wohin und aus welchen Gründen auch immer du unterwegs bist. Genieße beides, sowohl die Reise als auch der Re als auch das Reichen des Zieles. So. Ja, Neubeginn. Es beginnt was ganz Neues. Nimm das an, sei unerschrocken. Genieß den Weg dahin. Wer ist das? Von Sartre, glaube ich. Der Weg ist das Ziel. Genau, der Weg ist das Ziel. Das ist nicht das Leben. Und meistens, wenn man ein Ziel hat, dann hat man ein neues Ziel. Aber das wird jetzt zu philosophisch. Hier ist das, glaube ich, klar. Du beginnst was Neues, wie so viele bei Pluto Wassermann. Ich lege natürlich jetzt auf deinen Menschen hier, wie sieht der die Sache? Ein Sternzeichen haben wir da, eine Zeitkarte und die Liebesorakel-Botschaftskarten habe ich auch dabei. Ich verlinke dir das Reading hier unter dem Video, wenn du das schauen möchtest, wie es bei deinem Gegenüber so ist. Und genau, falls du privates kriegen möchtest, geh auf meine Website, das sind alle meine Legungen. Kannst du da buchen als Video, als Telefongespräch oder über Skype oder Zoom, können wir auch gerne machen.
Astrologische Beratung, gerne, gerne, gerne. Gerade jetzt zu dieser neuen Zeit biete ich ein kostenloses Vorgespräch an. 15 Minuten, dann vorher reden. Und dann kannst du dich entscheiden, ob du buchen möchtest oder nicht. Wenn du das nicht möchtest, bist du sicher, kannst du natürlich auch über meine Website eine astrologische Astrologische Beratung Beratung buchen. buchen. Falls wir Falls uns wir jetzt jetzt nicht nicht mehr mehr sehen sehen auf auf der der einen einen oder oder anderen anderen Weise, Weise, dann dann wünsche wünsche ich ich dir dir einen einen fantastischen fantastischen Februar. Februar. Mach's Mach's gut, gut, dein dein Löwenherz. Löwenherz.